Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Rekonstruktion einer gebrochen rationalen Funktion der Struktur f von x gleich ax² plus bx² plus bx plus c geteilt durch x. Ja, das muss immer vorher klar sein, entweder damit man eine gebrochen rationale Funktion tatsächlich rekonstruieren kann, damit dass man weiß, welche Struktur die hat. Bekannt ist, dass der Punkt P1, 2 bevölkert werden soll und dass die Asymptote die Winkelhalbierende des ersten Quadranten ist. Da fängt eigentlich die erste, da haben wir zwei Vokabeln drin. Erstens, f von 1 soll gleich 2 sein. Und dieses hier ist ja ein x-Wert und das hier ist ein y oder ein f von x-Wert. Und als zweites haben wir die Asymptote, ist ja eigentlich immer, Asymptote ist Zähler durch Nenner, soll gleich x sein. Das ist eine Vokabel. Winkelhalbierende, erster Quadrant, ja, zweiter Quadrant, dritter Quadrant, vierter Quadrant. Und die Winkelhalbierende ist genau diese hier. Und das ist die Funktion, die, wenn x gleich 1 ist, auch y gleich 1 hat. Wenn x gleich 2 ist, hat sie y gleich 2. Deswegen nennt man die y gleich x oder auch f von x gleich x. Das nur, um diese Vokabel noch einmal kurz zu beleuchten. Deswegen steht hier, die Asymptote ist ja mal Zähler durch Nenner, und zwar nur der Teil, der nicht der Restterm ist. Also können wir auch damit erstmal anfangen, damit vereinfachen wir uns einiges. Ax² plus bx plus c durch x ist in diesem Fall ja auch ax² durch x plus bx durch x plus c durch x. Hier können wir das x komplett kürzen, es bleibt b übrig. Und hier können wir das x so kürzen, das heißt, unsere Asymptote, wenn wir sie berechnen, ist eigentlich ax plus b. Und c durch x ist der Rest. So, und jetzt steht hier eigentlich, dass die Asymptote ax plus b gleich x sein soll. Und das Ganze können wir mit einem sogenannten Koeffizientenvergleich machen. Dass wir nämlich sagen, okay, hier steht ja ein Koeffizient 1 dran und hier hinten hängt auch noch ein plus 0 hinten dran. Damit ax plus b gleich 1x plus 0 ist, muss a gleich 1 sein und b gleich 0. Das heißt, aus dieser Rechnung hier haben wir herausgefunden, dass a gleich 1 und b gleich 0 sein muss. Das setzen wir jetzt schon mal hier oben ein und gehen dann in die erste Bedingung rein mit dem Punkt. Das heißt, wir sagen, okay, f von 1 soll gleich 2 sein. Daraus folgt ja, dass 2 gleich 1 mal 1 zum Quadrat plus 0 mal 1 plus c durch 1 ist. Also ich habe das e, das 1 für das 1, genau. Die 1 habe ich für das x Quadrat, das x und dieses x eingesetzt. Zack, zack und zack. Ich habe a gleich 1 eingesetzt und b gleich 0 eingesetzt, wobei plus 0 mal 1 irgendwie quatschig ist. 1 mal 1 Quadrat ist 1. Und durch 1 ist auch irgendwie quatschig. Also steht hier eigentlich 1 plus c gleich 2. Rechne ich minus 1, komme ich raus bei c gleich 1. Das heißt, meine Funktion lautet f von x gleich x² plus 1 durch x. Kann man auch mal nachprüfen irgendwie. Wenn ich jetzt hier eine 1 einsetze, steht hier 1 plus 1 durch 1. Und 2 durch 1 kommen wir tatsächlich zu dem Punkt raus. Und wenn wir davon die Asymptote berechnen wollen, rechnen wir x² plus 1 durch x, ja, ist gleich x minus x², x mal nix ist nix, weg, zack, weg und dann plus 1 durch x, ne? Die 1 holen wir hier runter, 1 durch x plus 1 durch x, das heißt, dieses hier ist die Asymptote, das hier ist der Restterm, Asymptote und Restterm, mein kleines bisschen exotisch geschrieben, ja, die ganze Aufgabe lebte eigentlich von der Asymptote, von diesem Koeffizientenvergleich und dann hinterher dem, was man auch aus den ganz rationalen Funktionen schon kannte, nämlich dem Punkte einsetzen. Hier, ja, den x-Wert, den y-Wert und die bisher bekannten Parameter. Zack, zack, renn damit. Wenn es mehr Videos, mehr gebrochen rationalen Funktionen rekonstruiert werden sollen, immer her damit. Ich halte hier nochmal das Schild ins Bild und sage Tschüss und auf Wiedersehen.